Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Deus Ex Mankind Divided. Wir befinden uns hier immer noch in dieser lauschigen Küche mit den dicken Steaks oder Schnitzeln oder was auch immer das ist da oben an der Decke, die wir nicht kriegen, leider. Das heißt, ich werde mich jetzt hier mal so langsam in diese Ecke hier begeben und mal gucken, ob ich irgendwas finden kann. Ob es einer von denen war? Was meinen Sie? Also hier muss man wohl ein bisschen vorsichtig sein. Ist die Tür offen? Ignorieren, was die Polizei in Utolek treibt. Nee, die Tür ist zu. Oh gut. So, schauen wir doch mal, ob wir irgendwas Nettes finden. Ein Feuerlöscher, toll. Oh, Zubehörteile. Okay. Wie können wir ignorieren, was die Polizei in Utolek treibt? Ich glaube, dass die Polizei Geständnis aus den Zivilisten herausprügelt. Okay, hier geht's wunderbar weiter voran, glaube ich. Das sieht doch schon mal ziemlich nice aus. Scheiße! Schrecklich, was hier passiert. Küche und Fitnessraum sind gesichert. Vertrauen Sie Tala. Er hat einen. Ja, verkehrt. Okay, da war ich nicht schnell genug. Scheiße. Nicht die beste Idee. Okay. Die schießen also gleich mal eben. Also, die erinnern mich doch sehr stark an die Qualis. Oh, hier wird man gleich mal ausgenockt. Okay, das ist auch lustig. Aha. Puh. Na. Du kriegst mich irgendwie nicht, oder? Kann es sein? Na komm, schieß mich schon um. Okay. Wo geht's denn hier noch weiter? Mal schauen. Okay, das ging jetzt nicht so lang. Kriegen wir hin. Ist ja schon so ein bisschen peinlich. Mann! Jetzt bin ich nur nicht schnell genug hier vorbeigerannt. Das war echt schon peinlich irgendwie. Aber was soll's. Das macht ja nichts. Dafür gibt es ja das neue Laden. Gab es hier eigentlich irgendwelche interessanten Sachen? Habe ich hier noch irgendwas gesehen? Nee, eigentlich nicht. Noch ein Feuerlöscher. Oh, Sanitätskasten. Das könnte man eigentlich noch mitnehmen. Und... Oh, PDA. Okay, mal gucken. Was steht denn da jetzt Nützliches drin? Hoffentlich nicht wieder irgendwas Brutales. Von Emil an Felix. Felix, irgendjemand hat schon wieder seinen Müll im Bücherzimmer abgelegt. Mann! Da richtet uns Talos eine Bibliothek ein und einige Leute benutzen sie als Mülleimer. Ich möchte, dass alles, was da nicht reingehört, entsorgt und verbrannt wird. Tut mir leid, aber das ist dein Job. Der Code für die Tür ist 2104. Danke, Emil. Okay. Wofür auch immer man das jetzt braucht. Pistolenmunition brauche ich nicht. Naja, aber ich kann hier zumindest jetzt reingehen, ohne dass es ein Problem ist. Das finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Da sieht mich halt schlichtweg keiner, weil es ein abgeschlossener Raum ist. So. Ich glaube, dass die Polizei Geständnis aus den Zivilisten herausprügelt. In den WQs ist alles ruhig. Diese Krise formt unseren Charakter. Ich bin nicht so arg, weil ich für Gewalt bin. Wie können wir ignorieren, was die Polizei in Utolek treibt? So, warte mal eben mal ab, bis der da weggeht. Ich habe keinen Bock, in den schon wieder reinzulaufen. Die Polizei geht ziemlich brutal vor. Gemeinschaftsraum, Küche und Fitnessraum sind sicher. Ich
Vielleicht komme ich hier außen rum vorbei. Ja, das sieht schon besser aus. Machen wir hier mal ein kurzes Zwischenspeichern. Schrecklich, was hier passiert. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Gruppe zerfällt. Okay, da unten war jemand. Wow. Okay. Oh Gott, wie viele sind das hier? Scheiße. Okay, ich muss da rein. Wie es aussieht. Oder? Boah, alter Schwede. So viele von denen? Wenn die Polizei erstmal abzieht, haben wir viel zu tun. Also das finde ich nicht sehr sympathisch. Die Öffentlichkeit hält uns schon für schuldig. Wir haben keine Chance. Die Polizei ist erst zufrieden, wenn Talos in einer Zelle sitzt. Okay. Am besten ich stealth mich da irgendwie durch. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das anders machen sollte. Vielleicht kann ich mich dann hier hinten hinter der Ecke wieder verstecken oder so. Boah, Alter. Wie können wir ignorieren, was die Polizei in Utolek treibt? So, jetzt aber fix. Hier außen rum. Puh. Okay. Alter, das ist jetzt mal richtig schön gefährlich. Küche und Fitnessraum sind gesichert. Wären wir da draußen, würde alles nur noch schlimmer werden. Die Polizei ist erst zufrieden, wenn Talos in einer Zelle sitzt. Da ist so eine Kamera. Jemand hat mal wieder alle Duschen laufen lassen. Wir sind eine Barrikade. Ein Schild. Okay, das ist hier jetzt diese Kamera, die sich da bewegt. Das sieht schon so ein bisschen kacke aus. Wenn die Polizei erstmal abzieht, haben wir viel zu tun. Also in die Richtung der Kamera muss ich auf jeden Fall. Ich speichere hier mal zwischen. Mal gucken, ob ich da irgendwie entlang komme. Das ist gut. Immer wieder schön, wenn man irgendwelche praktischen, tollen Lüftungsschächte findet. Alter. Puh. Okay. Ich glaube, so weit sind wir ganz gut gekommen. Oh. Okay, es gibt Fortschritt. Das ist schon mal gut. Oh, Alter. Ja, spannend und so. Okay, gucken wir mal, ob ich hier weiter vorkomme. Das sieht jetzt hier nicht aus, als könnte ich hier irgendwas machen, außer halt diesem Ding zu folgen. Okay. Wir kommen hier in irgendeinem Nebenraum raus, wie es aussieht. So, mal schauen. Also ich bin jetzt hier und muss wohin? Ganz nach oben. Oh, fuck. Okay, also in diese Nebenräume hier entlang oder so. Gut. Oh, Schubladen. Was haben wir denn da Schönes drin? Credit Chip und was ist das? EMP Schrotmunition. Nee, brauche ich nicht. Und hier war auch noch eine Lichtschranke. Puh, habe ich echt Glück gehabt, dass ich hier den Ausweg gefunden habe. Boah. Ich mag sowas Jensen, nicht. Jensen, wie läuft's da unten? Ich arbeite mich immer noch durch das Wohngebiet. Suchen Sie ein Zuhause für sich und Ihr Weibchen? Ich sehe es vor mir. Sie lassen sich nieder, kriegen ein Vollbart und ziehen ein paar Toaster groß. Sie sollten mit der Nummer auf Tour gehen, Chicane. Wie bitte? Der Empfang lässt nach. Boah, was ein Arsch. Okay. So, mal gucken. Ich glaube, ich tarn mich noch kurz, während ich hier durchrenne. Chicane, sind Sie in der Nähe? Zum Glück nicht. Wie ist die Lage? Das Wohngebiet liegt hinter mir. Ich bin jetzt in einer Art Operationssektor. Ich glaube, Rucker ist über mir, ganz oben, wo er sich verteidigen kann. Dann suchen Sie einen Aufzug. Ich gebe Exfiltrationskoordinaten durch, sobald ich welche habe. Chicane out. Okay, Aufzug finden. Ja, nee, ist ja jetzt nicht so, als wäre hier irgendwo ein Aufzug. Oh,
fuck. Das wäre ja auch zu leicht. Den Aufzug betreten. Ja, wo zur Hölle ist hier ein Aufzug, Junge? Mach mich nicht fertig. Hier steht ein Wächter, der irgendwie an die Wand guckt. Einer weniger. Der sitzt ja auch ganz bequem rum. Das ist okay. Vielleicht kann ich hier irgendwas klauen. Minenmatrix. Wofür auch immer man das braucht. Kann ich es riskieren, mich hinzustellen? Ich denke schon. So, liegt hier noch irgendwas Sinnvolles? Pilsner. Oh, Alter. Hier gibt es echt nur Bier. Bier, Bier, Bier und Bier. Leute, das ist nicht gesund für eure Lebern. Selbst wenn sie vielleicht augmentiert sind. Okay, hier sind Wächter, die sich angucken. Mal schauen, wo muss ich denn da entlang, dass ich da dran vorbeikomme? Oh, das ist ein ganz schön langer Weg. Puh. Das ist natürlich nicht so schön. Also ich hoffe ja eigentlich... mal gucken. Ich guck mal eben, wie die da stehen. Die stehen sich direkt gegenüber. Fuck. Das ist natürlich nicht so gut. Gibt's hier irgendwas oben rum vielleicht? Vielleicht komme ich hier oben rauf oder so. Vielleicht gibt's hier irgendwie einen Alternativweg, weil ich habe echt keinen Bock, mich da jetzt durch die Gegend zu prügeln. Schauen wir mal. Ich spring einfach mal hier hoch. Er ist irgendwie anders. Früher hat er die anderen Viertel besucht, ist über die Märkte spaziert und hat Neupo an die Kliniken verteilt. Das macht er seit Wochen nicht mehr. Genau. Es ist, als ob er aufgegeben hätte. Das wäre schlecht. Wegen Talos bin ich bei der Ark. Und wenn er keinen Ausweg findet, dann gibt es vermutlich gar keinen. Nee, das geht nicht. Shit. Ich bin bereit. Soll die Polizei doch kommen? Ich habe immer noch nichts auf den Wegfuß gehört. Es ist alles bestens hier. Jemand sollte prüfen, ob die Talos weiß es am besten. Ich muss an ihn glauben. Okay, also wenn ich mich da jetzt runterfallen lasse, wird das wahrscheinlich eher ungesund. Vielleicht komme ich da oben hin. Mal gucken. Alles gut. Oh, fuck. War das... nicht gut. Nein, nicht gut. Okay. Nicht die beste Idee. Komm und kämpf mit dir, Verräter! Dieser Feigling! Er kämpft für die Natürlichkeit! Puh. Glücklicherweise war den anderen offensichtlich total egal, dass hier durch die Gegend... naja, durch die Gegend geballert wird. So, ich lade euch mal hier so in der Ecke ab. Ging das nicht? Na komm schon, Mädchen. Komm. Put, put, put. Wir wollen doch immer... Alter! Warum ging das nicht? So, komm du mal mit. Was hattest du? Standardgewehr? Nee, brauchen wir nicht. So, hier so schön in die Ecke. Da war ja noch jemand. Zeug. Okay. Wo bist du andere? Da. Komm, du darfst auch in die Ecke. Ganz bequem, hier so ein bisschen in aller Ruhe, ne? Kuscheln und so. Puh. Ja gut, den Geist kann ich jetzt hier für diese Ecke total vergessen. Die haben mich einfach gesehen, aber was soll's. Wir haben es geschafft.
Und ich kann mich jetzt hier zumindest ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Sinnvolles. Standardgewehr, nee, brauche ich nicht. Hier sind so Druckerpressen, mit denen sie diese ganzen lustigen Plakate machen. Das ist auch nicht schlecht. Talos Rucker. Okay. Also das ist hier schon echt so ein kleiner Personenkult irgendwie, was den Typen angeht. Und hier ist alles mit Talos Rucker Plakaten, die irgendwie trocknen müssen. Okay, kein Problem. So, dann werde ich es aber nochmal probieren, da vielleicht hochzukommen. Vielleicht geht das ja. Ups. Genau. Genau. Oh. Naja, gut. Oh, hier ist nochmal ein Lüftungsschacht. Cool, vielleicht führt mich der irgendwie etwas weiter. Gefechtsgewehr braucht man nicht. Gefechtsgewehrmunition braucht man auch nicht. Was ist das? Elektroschockpfeil. Das nehmen wir doch immer gerne mit. Die sind rar und selten. Hydraulische Mikropumpe können wir auch mitnehmen. So, hier ist ein Schacht. Schauen wir doch mal, ob ich damit jetzt irgendwie besser zurechtkomme. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Oh, ich bin hier mit auf der Ebene, wo es den Aufzug gibt. Vielleicht komme ich hier dann weiter. Das wäre ja cool. Ja, ich will immer oben rumschleichen. Idealerweise halt so, dass es klappt. Wo sind wir denn hier? Okay. Uah. Okay, in welchem Raum bin ich denn hier jetzt gelandet? Mhm. Na, das sieht aus, als könnte ich mich vielleicht hier so entlang vorarbeiten. Ich glaube, da, das werde ich hier mal versuchen. Ist hier denn irgendwie eine Wache in der Nähe? Anscheinend nicht. Was ist, wenn wir das mit Rosika waren? Glaubst du, Talos würde das zulassen? Wahrscheinlich nicht. Aber hast du nie das Gefühl, dass hier jemand anderes die Fäden zieht? Du brauchst Schlaf, Mann. Du bist paranoid. Okay. Hier ist ein Wächter. Oh, wie gut, dass der uns jetzt hier nicht sieht. Puh. Alles in Ordnung. Warum haben wir unsere Beteiligung noch nicht dementiert? Unfassbar, dass wir rumstehen und nichts tun. Okay, in dem Raum ist nur ein Wächter, der ist dort hinten, während die Kamera dieses Gebiet überwacht. Okay. An dem Teil sollte ich doch eigentlich vorbeikommen. Und sei es nur, dass wir den Schreibtisch als Deckung benutzen. Okay, also ich denke mal, ich werde mich jetzt hier dann tatsächlich tarnen, irgendwie vorbeischleichen. Sonst wird das mit der Kamera hier so ein bisschen zu ätzend. Ich hoffe mal einfach, da hinten sind irgendwelche Sachen, wo ich in Deckung gehen kann. Ich habe immer noch nichts auf den Weg gehört. Man macht uns zum Sündenbock. Oh, der kommt zurück, dann warte ich lieber nochmal. Damit der uns hier nicht im Weg steht, während ich dann versuche, eine neue Deckung zu finden. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zu viele Menschenaufläufe sind einfach nicht schön. Vor allem, wenn hier so viele Leute rumkrebsen in der Ecke, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn ich mich vorsichtig voran bewege. Mal abgesehen davon, ich kenne das Gebiet einfach kein Stück. Da bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger als ein bisschen zu schnell. So, gucken wir doch mal, wie ich hier vorankomme. Okay. Scheint eine Bürogegend zu sein irgendwie. Gerade kein Wächter zu sehen. Puh. Taktische Schrotflinte. Okay. Nice, was man hier so alles findet. Sehr kreativ. Ich fürchte, sie werden wohl ihren Hass nie überdenken. Hm.
Kommt man da irgendwie drüber? Ich hoffe es ja irgendwie. Warte mal, oh, da ist eine Scheibe. Vielleicht kann ich die öffnen. Vorhin war da auch so eine, da konnte man dann irgendwie dran vorbei. Ja, das ist cool. Fensterchen. Haha. So, schnell hier auf die andere Seite. Okay, ich komme ganz gut voran hier, wie es aussieht. Das sieht aus, als wäre hier auch wieder so eine beknackte Kamera am Werkeln. Oder läuft hier einer? Ist das eine Kamera? Ich werde es wohl nur herausfinden, wenn ich mich näher schleiche und gucke. Nee, Wächter. Kamera und Wächter. Ugh, fuck. Okay. Aber vielleicht kann ich an der Kamera unten irgendwie vorbei. Vielleicht geht das ja. Der Wächter sieht zumindest nicht so aus, als wäre er besonders aufgeschreckt. Und die beiden Typen sind in diesem Raum drin? Okay. Wie weit bin ich denn jetzt von dem Aufzug weg da? Okay. Aber irgendwie wurde die Kamera hier gar nicht angezeigt. Das ist ja mal fies. Okay. Don't like this. Don't like this. Schau mal eben. Oh, hier hinter kann ich mich auch noch verstecken. Cool. Hier geht's leider nicht irgendwie oben rum. Ah, okay. Hier ist noch ein Raum, der verschlossen ist. Ist das vielleicht dieser lustige Bibliotheksraum? Ist der irgendwie ausgeschrieben? Nee, leider nicht. Doof. Also, Hacken kommt wahrscheinlich eher nicht in Frage. Ich acker mich mal hier so ein bisschen weiter entlang. Möglichst so, dass mich diese dumme Kamera nicht zieht. Wo dieses blöde Stück denn ist. Mal schauen. Okay. Da oben ist sie. Ich frage mich nur, was es mit dem Loch hier auf sich hat. Ist eine Leiter? Naja, gut. Eine tolle Idee für ein neues Plan. Aber ihr Lieben, ich werde jetzt an dieser Stelle Pause machen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, wenn ich mich hier weiter schleiche und hoffe, dass ich zu diesem komischen Aufzug komme. Macht's gut, bis denn, passt auf euch auf und tschüss.